Nach dem Berichterstatter ist der erste Redner dazu Hans-Jörg Genewein von der FPÖ Wien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Vorsitzende, Herr Bundesminister Trotzdem, ich bin jetzt seit dem Jahr 2010 Mitglied des Österreichischen Bundesrats und glaube, ich habe noch jedes Jahr zum ORF-Bericht gesprochen. Ja, genau. Da sind wir schon mitten im Thema, Herr Kollege Schenach. Da sind wir schon mitten im Thema, Herr Kollege Schenach. Wobei, heute wollte ich eigentlich, ich wollte ein bisschen diese negative Energie rausnehmen. Ich wollte wieder weg vom Wahlkampf kommen. Aber wenn der Herr Kollege Schenach mir das Hötzl wirft, dann nehme ich es dankbar auf. Leider. Das war nicht wertschätzend, aber ich nehme es nicht persönlich. Ich weiß eh, wie er es meint. Na, unabhängig davon, ich möchte eigentlich dem Hohen Haus hier ersparen. Jetzt lass mich mal fertig reden. Ich möchte dem Hohen Haus hier ersparen, dass ich die Reden der letzten Jahre einfach nur wiederhole und im Prinzip nicht viel neue Aspekte einbringen kann. Denn jene, die meine Wortmeldungen in den letzten Jahren in diesem Haus verfolgt haben, wissen, dass ich zumindest immer versuche, einen neuen Aspekt reinzubringen. Den muss man nicht teilen, aber es ist zumindest mein Anspruch. Also ich mache ganz selten Wortmeldungen, die nur für die Statistik gelten. So. Ganz kurz zum Bericht, 190 Seiten, wer ihn liest, ist durchaus informiert, was im ORF abgeht. Der Vorgänger vom Herrn Bundesminister Trotzter, der die letzten Jahre da öfters gesessen ist, also Sie machen es jetzt auch schon zum zweiten Jahr, aber sein Vorgänger an dieser Stelle hat mir dann immer erklärt, ich kann ja diesen Bericht wohlwollend zur Kenntnis nehmen, weil er stimmt ja inhaltlich. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt suche ich mir mal was raus, was nicht stimmt. Und wenn man bei 190 Seiten grabt, findet man natürlich immer was. Ich möchte auch gar nicht wegmessern, aber es ist ein Punkt, der mir wirklich aufgefallen ist und der es durchaus wert ist, dass man ihn beleuchtet. Und zwar, wenn Sie sich, ich weiß nicht, wer den Bericht da hat, aber wenn Sie sich die Seite 171 hernehmen, da wird über die Reichweiten der ORF-Fernsehprogramme berichtet. Seiten davor wird über die Reichweiten der Radioprogramme berichtet. Da ist das unheimlich schön aufgeschlüsselt nach Bundesland, nach Sender, nach Prozentzahlen, nach Realzahlen, nach Tagesreichweite, nach Höchstreichweite. Und sobald wir auf Seite 71 kommen, gibt es eine Gesamttagesreichweite der Programme ORF 1, ORF 2, ORF 3, Sport Plus, die eine Tagesreichweite für das Jahr 2016 von 3,6 Millionen ausweist oder umgerechnet 46,1%. Es gibt aber keine Aufschlüsselung, weil es durchaus interessant wäre, welche Reichweite hat eigentlich ORF 3 im Detail? Welche Reichweite hat eigentlich ORF Sport Plus im Detail? Und ich werde jetzt nicht meine Bedenken, die ich vielleicht für die Spartensender durchaus habe, hier wiederholen, weil das habe ich die letzten Jahre schon gemacht, dass ich es nicht wirklich für notwendig erachte, dass man sich einen Sport Plus Sender hält und dann irgendwelche Tennis-Matches aus den 1980er Jahren dort wiederholt. Das mag zwar schön sein, nur in Zeiten wie diesen ist es nicht notwendig, weil sowas auf diversen Streaming-Plattformen ohnehin jederzeit abrufbar ist. Dafür brauche ich mir nicht diese ganze Infrastruktur leisten und dafür muss ich mir nicht die Kosten leisten. Dass es hier keine Aufschlüsselung gibt, das ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, die ich habe. In der Betriebswirtschaftslehre würde man das als mangelnde Bilanzkontinuität bezeichnen. Weil wenn ich es beim Radio mache, muss ich es beim Fernsehen auch machen. Und das ist nicht passiert, darum kritisiere ich das einmal im Detail sehr wohl. Und dann bin ich schon ein bisschen vom Bericht weg Richtung ORF, da möchte ich doch mich ein bisschen zum ORF äußern. Wir erleben seit einiger Zeit, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch im ORF selbst, eine Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden und die es auch wert ist, für eine zukünftige Regierung, wie immer die dann auch ausschaut, in eine neue gesetzliche Regelung fließen zu lassen. Denn derzeit ist es doch so, dass die eigentliche Situation wirklich unbefriedigend ist. Es sind im ORF viele Beschäftigte, die ordentlich arbeiten, die anständig arbeiten, die wirklich gute Arbeit leisten, mit denen sollte man sich auch bedanken. Es gibt aber leider Gottes auch solche, wo man den Eindruck hat, dass sie den ORF hauptsächlich als Vehikel der eigenen Eitelkeit benutzen. Und dieses Vehikel der eigenen Eitelkeit bringt es dann halt dazu, dass es bei Informationsveranstaltungen, Fernsehdiskussionen oftmals darum geht, dass gar nicht so sehr das Informationsinteresse im Vordergrund steht, sondern oftmals nur
das Eigeninteresse und die Eigenvermarktung im Vordergrund steht. Und diesen Eindruck hat man sehr. Ich darf nur daran erinnern, es ist noch nicht so lange her, ich schätze jetzt, ich habe es jetzt nicht genau ausgesucht, aber es war vor dem Sommer, 3 Monate, gab es auf Ö1 um die Mittagszeit leider, haben die wenigsten Leute leider Zeit, dass sie das anhören, um die Mittagszeit eine Diskussion über den Zugang des ZIP2-Anchorman, über seinen beruflichen Zugang und wie er mit den Leuten umgeht, die zu ihm ins Studio kommen. Das war nicht von der FPÖ initiiert, sondern das war ORF intern initiiert. Das heißt, diese Diskussion führen nicht nur wir, diese Diskussion wird auch innerhalb des ORF geführt. Und ich denke, dass es hier Regeln braucht, auch für die Zukunft, nämlich auch was die neuen Medien betrifft. Es ist ja nicht so, dass sich der ORF hier abnabeln kann und sagt, wir sind ein großer Betrieb und wir finanzieren uns auf der einen Seite aus Gebühren, wir finanzieren uns auf der anderen Seite auch durch Werbung. Und was unsere Mitarbeiter machen, die schwirren halt da irgendwie im luftleeren Raum. Nein, wenn man öffentliche Gebühren bekommt, wenn man ORF-Gebühren bekommt, dann muss es hier Regeln geben, Regeln, die die Transparenz auch so weit tangieren, dass man sagt, ich möchte als Gebührenzahler sehr gerne wissen, nicht nur, was mit den Gebühren passiert, das sehe ich natürlich auch im Rechenschaftsbericht, das sehe ich auch im ORF-Bericht, sondern ich möchte auch sehen, wie die Leute dort bezahlt werden und wer da unter Umständen noch mitbezahlt. Denn nur wenn ich weiß, wer da noch mitbezahlt, übrigens ein Thema, das wir gerade im aktuellen Wahlkampf ja auch gut und gerne laut diskutieren könnten, weil es ja nie ganz uninteressant ist, wer dann eigentlich noch bezahlt, wer dann eigentlich noch mitfinanziert. Weil nur wenn ich das weiß, nur wenn ich die Finanzströme freilege, kann ja die Interessen freilegen. Und das ist das Interessante an der Geschichte. Und ich möchte zu diesem Behuf auch einen Entschließungsantrag einbringen. Er wurde bereits eingebracht, aber ich darf ihn hier verlesen. Der Bundesrat möge beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Kunst und Kultur, Verfassung und Medien werden aufgefordert, dem Bundesrat eine Regierungsvorlage vorzulegen, die gewährleistet, dass moderierende und oder programmgestaltende Mitarbeiter mediengattungsunabhängig der Nachrichten-, Informations-, Wirtschaftsformate des ORF oder seiner Tochtergesellschaften ihre Einkünfte durch den ORF und seiner Tochtergesellschaften und auch etwaige Nebeneinkünfte von anderen aufgeschlüsselt nach Auftraggeber und auszahlender Stelle, die Höhe des Entgelts sowie etwaige Sachleistungen und die als Abgeltung für diese Nebentätigkeit geleisteten Zahlungen und oder Sachleistungen an Dritte auf der ORF-Homepage offenzulegen haben. Ich denke, das ist nur fair gegenüber all jenen, die jedes Monat ihre ORF-Gebühr zahlen müssen und auch zahlen, dass die natürlich schon auch Interesse daran haben, zu wissen, wer sind denn da die wahren Auftraggeber? Gibt es denn da vielleicht durchaus auch andere Interessen, die bei der ORF-Programmgestaltung, die bei der Informationsgestaltung mitspielen? Und ich denke, dass es einfach in Zeiten wie diesen, wo man gerade von der Politik Transparenz einfordert, und ich darf daran erinnern, wir haben im Jahr 2013 umfassende Transparenzregelungen für die Abgeordneten dieses Hauses geschaffen, kann sich jeder auf der Parlaments-Homepage anschauen. Da werden die Einkommensverhältnisse offengelegt, damit auch die Interessen offengelegt. All das ist auch für jene Leute durchaus zu akzeptieren, die ebenfalls aus öffentlichen Bereichen gespeist werden, die im ORF arbeiten. Und ich bin durchaus der Meinung, und das ist zwar nicht Teil dieses Antrags, aber auch das sollten wir uns einmal genauer anschauen, dass man die Pensionsregelungen, die ja gerade für all jene, die im Königlberg noch vor den 1990er Jahren ihren Vertrag unterschrieben haben, dass man sich diese Pensionsregelungen einmal ganz genau anschaut, ob die denn nicht den guten Sitten widersprechen. Aber dazu mehr vielleicht im nächsten Jahr, wenn wir uns wieder um den ORF-Bericht, bemühen. Ja, das war es von meiner Seite und ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Dankeschön. Der von den Bundesräten Hansjörg Jennewein, Kolleginnen und Kollegen, eingebrachte Entschließungsantrag betreffend Offenlegung der Einkünfte von ORF-Mitarbeitern, die Nachrichten in Klammer Informationswirtschaftsformate median gattungsunabhängige gestalten oder moderieren, ist genügend unterstützt und steht demnach in Verhandlung.